so im Verkehrsrauschen, im Rausche vom verkehrtem Wesen, vom Verkehrswesen, mag ich noch mal das Wort Geschlechtsverkehr klären, welche Kraft, welche, was das Wort deutet. Dass den Kindern an den Schulen nahegelegt ist. Da lernen die Kinder Geschlechterkunde. Oh, wie das heißt, Geschlecht. Und es ist doch klar, dass in diesem Wort etwas verkehrt ist und so was Schlechtes ist. Und so man das Schöne, was damit bezeichnet wird, schlecht macht und in eine verkehrte Situation bringt, indem etwas so heißt es, dann tut das dem Wesen etwas Schlechtes. Ebenso schöne Teile am Menschen als schlechte Teile bezeichnen, nämlich als Geschlechtsteile. Darin ist diese Verbannung vom Trieb darin, die von der Kirche so betrieben worden ist. Die Verbannung, die Verdammung vom Trieb. Das ist eine Gefahr. Das ist gefährlich, weil es das Fahrt, alles ist im Fahrt, alles ist im Moment im Fahrt, im Moment im Fluss. Und so solch Fluss in geregelten Systemen verkehrt wird, ist solche Fahrt in schon gefahrenen Fährten eingeschleust. Und das ist eine Gefahr. So Mensch in Fahrt weilt, ist Mensch im Fluss, ist Mensch im schönen Teilen. Das schöne Teilen ist da so, dass Teilen eben nicht im Geschlechtsteil verhangen ist, gefährdet ist. Also Menschen, tut das Ich ab von Namensgebungen wie Geschlechtsverkehr, Geschlechtsteil. Stoppt das. Macht es schön. Seid gut im Fahrt. Seid schön im Trieb. Gut im Fahrt. Schön im Fahrt. Das Gute nach Herkunftswörterbuch ist das, was im Gitter ist. Ist was vergattert ist. Was eingegattert ist. Wie der Gatte und die Gattin ja auch in der Eheschließung eingeschlossen sind, was das natürliche Triebwesen zwischen Mann und Weib in ein Gefängnis steckt. Und das macht, dass so ein Meer von Ehen in schlimmen Krisen verlandet, verwüstet. Also, schöne Fahrt allen Menschen im schönen Teilen.
dass alles so im Fluss ist, dass niemals mehr kehrt, das Kehren unnotwendig ist. Das Kehren ist ja da, so Schmutz da ist. So Schmutz da ist, wird quasi dieser Schmutz aufgekehrt, weggekehrt. Und so sich Mensch im Kehren verkehrt sogar, wächst Schmutz. Und so ist es total logisch, dass wachsender Verkehr Schmutz in Atmosphäre steigert. Und dass das Menschen mehr im Geschlechtsverkehre vermehrt. So dass mehr vermehrt ist, ist quasi der Ozean verozeant. Das Wesen ist dann verwest von dem, was ist. Also immer das Wort einleuchtend einsehen, leuchte das Licht vom Wort sehen und dann neu entscheiden, wie ich was heiße, wie ich was im Namen deute, welche Kraft ich im Worte sende, wissen. Dann wandelt Mensch neu. Ich weiß, dass dann Mensch in Schöpferkraft ist. Worte neu einfühlen, aus der Gewohnheit herausbrechen, dass etwas so und so geheißen ist, so und so nannt ist. Im Nennen. Neu einfühlen, was das Wort heißt. Bei Geschlechtsverkehr ist es so deutlich. Bei Verkehr ist es ebenso deutlich. Sowas, was verkehrt ist, ist falsch. Das ist verkehrt, ist falsch. Dem weiter, das weiter füttern, dem weiter Kraft geben, dass es weiter Bestand hat, schadet dem Wesentlichen. Also, neu einfühlen, neu eindenken, dann wissentlich heißen. So Menschen im Wissen, so Mensch im Wissen ist, ist Mensch ebenso vom Bewusstsein, hat Mensch das Bewusstsein überwunden, wo Mensch sich eben nach dem Wissen, nach dem Wissen handelt, was schon gewesen ist. Nämlich das Wusste ist das Wissen, das vergangen ist. So ich mich nur nach den Erfahrungen richte, bin ich in Gefahr, weil ich mich ja nach der gefahrenen Fährte orientiere, welche die Erfahrung ist. Also ich echt in Fahrt weile, weiß ich in jedem Moment neu, dass Situation, ja, und dann bleibt niemand stehen. Im Verstehen, im Verstande, nach Gewohnheitsprinzipien. Also, wandel schön, Mensch. Tschüss.